Eine Schriftrolle. Tür aus Eisen. Große Schätze können sich dahinter befinden. Wir müssen für kleine Details Ausschau halten und unser Verstand gebrauchen. Ja, das kennen wir. Kannst erstmal weg. Ja, super. Das war jetzt nicht so wirklich anspruchsvoll. Was ist denn im Sack drin? Mörser und Meißel. Und Rezepte, Heilung, eine Flasche und Tarband. Das sind die da, Tarbeat. Und Gegengift, Nessel. Ja, also zwei Heiltränke, ein Gegengift. Könnten wir jetzt schon herstellen. Das bekommt mal unser Erdmagier. Das war doch er? Ne, er war Feuer und Eis. Kriegt trotzdem eher. Er sieht eher aus wie ein Druide. Also alle Kräuter ab sofort zu ihm. Alles Essen können wir zu der Magierin werfen. Also zu der anderen. So. Wobei die Pilze hier ja beides sind, ne? Essbar und irgendeine Ingredienz. Na gut, passt schon. So, dann sind die beiden hier frei für etwaigen anderen Loot. So, da kamen wir her. Da schimmert's blau. Schalter. Ziehen wir keine. Dafür noch eine Schriftrolle. Der wird uns jetzt sagen, dass der blaue Stein heilt, ha? Und blau leuchtet. Ja, berühren, um Lebenspunkte wieder zu erlangen und Leben wiederherzustellen. Also falls einer stirbt. Zack. Und natürlich auch noch ein Autosave. Sehr gut. Kann ich mir das also jetzt auch erstmal sparen? Schnecke. Feuerball, Blitzschlag. Britzel, Britzel. Wow. Super. Ich dachte schon, wir hatten uns da flankiert. Kommen schon wieder Ninja-Schnecken. Und dann steht da ein Stein. Das muss man auch erstmal bringen, von einem Stein flankiert zu werden. Aber was soll's. Und Dungeon Level vollendet. 200 Erfahrungspunkte. Level 1 durch. Hey, ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Der ein oder andere wird's ahnen, wenn ich jetzt anfange, hier Sachen hinzulegen. Das nicht, das nicht, das nicht. Na komm, das können wir auch mitnehmen. Haben wir noch irgendwas in diesem Level liegen haben, was wir noch irgendwie gebrauchen könnten? Nicht wirklich, ne? Die Schriftrollen brauchen wir nicht. Ah, doch, eine Sache hätte ich noch ganz gerne. Dafür laufe ich auch nochmal zurück. Und zwar die Augen aus der Maske. Die da. Die hatten zwar im Originalspiel absolut keinen Wert mehr später. Aber vielleicht haben sie es hier im Mod. Außerdem funkeln sie und ich bin Dieb. So. Zumindest habe ich eine Diebesseele. Da und da. Tada. So, erstes Level abgeschlossen. Sehr schön. Runter da. Zing, zing. Pieks. Ja, die Dinger halten ein bisschen was aus. Die Tür lassen wir erstmal. Und da war nichts drin. Nö. Eine lauernde Schnecke. Auch komisch. Kannst ruhig rauskommen, wir haben nicht gesehen. Na gut. Bereiten wir unsere Zaubersprüche vor. Zack. Zack. Ne, 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 ne. Kriegst du uns nicht, kriegst du uns nicht. Wir hatten aber schon auf hart gestellt, oder? Weil ich erinnere mich, dass auf Normal und Hard die Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit der Gegner unterschiedlich war. Aber ich denke mal, ja, es sind Schnecken, die bewegen sich halt langsam. Müssen wir später gucken, wie es bei anderen Monstern so wird. Aber ich laufe schon wieder viel zu schnell vor. Wir sollen doch immer noch schön nach Schalter angucken. So ein, zwei Secrets hätte ich schon ganz gerne gefunden, bevor das durch ist. Also einen 100% Run werde ich jetzt wahrscheinlich nicht versuchen. Muss ich gucken. Also geplant habe ich es nicht, weil das ja doch dann gleich wesentlich
langwieriger wird. Und teilweise auch nicht wirklich interessant für euch dann. Aber ja, da bin ich noch relativ offen. Wir gucken jetzt einfach so, was wir mitbekommen. Und wenn es auf Anhieb nicht so viele sind, dann schauen wir später weiter. Wir können hier immer noch zurücklaufen, das ist ja das Schöne. Es gibt nichts Schlimmeres als Spiele, wo nach einem Level, wenn man da rausgeht, das ganze Level dann weg ist und man nie wieder dahin zurück kann. Sowas mag ich absolut nicht. So. Klick. Okay, nur so testweise hier in dem Ring gezogen, ob da vielleicht irgendwas Neues reingemacht wurde. Oder da unten. Ich weiß, in Dungeon Master gab es Löcher, die fast genauso aussahen. Da waren manchmal Dinge drin. Das wäre auch noch nett gewesen. Aber ne. Ein Schlüssel brauchen wir schon mal. Keine Geheimschalter. Ah, dafür ein offensichtlicher Schalter. Ein geschützter Gang. Und noch eine Tür. Okay. Kommst mit. Ihr bleibt alle verschlossen. Hier höre ich komisches Knatschen. Aber wir können die Tür jederzeit zumachen. Also es ist ziemlich egal, was dahinter ist. Wir können immer noch schreiend weglaufen. Zack, zack, klick. Yay, schreiend weglaufen. Obwohl, den da schaffen wir. Seinen kleinen Kollegen wohl eher nicht. Ich bleibe jetzt erstmal hier stehen, weil ich will nicht, dass die Tür offen bleibt und der kleine Wicht dann rumwuseln kann. Oh, okay. So, jetzt ist nur noch dieser Kampfbrokkoli da. Das heißt, wir versuchen einfach jetzt auf ihn zuzulaufen. Den kriegen wir zwar Schaden, aber wir hoffen einfach, dass unsere Magier genug Schaden bei ihm anrichten, dass er sofort umkippt. Weil viel aushalten tun wir nicht. Hatte ich jedenfalls in Erinnerung. Jo. Hätte schlimmer ausgehen können, hätte aber auch besser ausgehen können. Blauen Kristalle haben wir hier auf der Ebene noch nicht, ne? Nö. Und ich sollte es mir auch wieder angewöhnen, sie zu markieren. Da ist noch so einer. Nee, komm, Tür zu. Schlafen. Ja, das Angewöhnen von den blauen Kristallen. Ah, Traumsequenz, sehr schön. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist passiert? Ein kollektiver Traum. Oh, ich kenne dich. Ich weiß, was du suchst. Das ganze Video ist auch neu, oder? Ich hätte schwören können, das sah früher anders aus. Sehr schön. Also ich weiß, was du suchst. Suche nach mir unten und ich könnte dir helfen. Okay. Also der Text war, glaube ich, ähnlich oder der gleiche. Aber die Traumsequenz sah anders aus. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Blitzschlag, Feuerball, Brokkoli. Kann man ja. Oh, war gerade ein Kritischer dabei. Und ich habe mich in der Ecke buxiert. Das war nicht so schön. Also, Feuerball, Blitzschlag. Hören tue ich nichts mehr. Das ist schon mal gut. Da haben wir den Schlüssel. Schalter vielleicht. Nö, doch da. Und da hinten geht was auf. Sehr schön. Keine Gegner hinter, also können wir nur die Hose anziehen. Und wir sollten mal was essen. Niam. Niam. Ja, nicht wirklich. Was mit ihm? Hm, ja, doch. So. Hier war irgendwo noch, genau. Den Lendenschurz. Bitteschön. Ein Secret. Eine Axt. Du machst wie viel Schaden?
5 mehr, sehr gut. Hier drin ist kein Secret im Secret im Secret. Nö, jedenfalls nichts Offensichtliches. Dann mal weiter. Dum, 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 dum. So, hier war irgendwo, genau, der Schalter für die Tür wahrscheinlich. Das kann weg. Das kann in die Hand. Zauber vorbereiten, nur für den Fall. Und ich höre nichts. Ungewöhnliches jedenfalls. Die spitzen Schuhe. Ich glaube, die machten irgendwie mehr Traglast, oder? Sie kann jetzt 45 tragen. Nö. Ein Protection bringt die und Dexterity. Na gut, dann halt zu Diebin. Die Sandalen zu ihr. Nö, und eine Knüppel. Nö, nicht wirklich. Absolut keine Zielgenauigkeit mit dem Knüppel. Da ist der Dolch schon die wesentlich bessere Wahl. Obwohl sie noch keinen Punkt in Dolch hat, glaube ich. Nö. Na gut. Dann haben wir jetzt nur noch einen Weg, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar zu dem Schlüsselloch. Da. Und die Karte gibt mir recht. Sehr gut. Schlüssel. Klick. Achso, ist doch keine Falle. Es sah so ein bisschen aus wie ein Raum in einer Falle. Also wo dann offensichtlich ein Gegenstand in der Nische platziert ist. Man läuft rein und dann macht es Klick hinter einem und überall gehen die Wände auf. Mal gucken. Schutz im Norden, Zellen im Süden. Kompass. Eine Fackelhalterung. Aha, Stein auf Stein. Sehr gut. Dann wird das hier Norden sein. Lederhandschuhe. Ist das wirklich Norden? Jo. Der Kompass. Oh. Ich weiß, ich hatte nochmal drüber gemeckert. Also, dass der Kompass nicht so häufig gebraucht wird wie bei Dungeon Master zum Beispiel. Aber ich glaube, das musste ich später revidieren. Dass man den später doch noch für irgendwas brauchte. Na, mal gucken, ob sich der Mod-Autor da was anfallen hat lassen. So. Wow. Oh. Was zur Hölle? Wir kriegen Schaden? Wie geil. Und die Schnecke offensichtlich auch. Ich habe da eine Schadenszahl über dem gesehen. Oh, falscher Spruch. Das kann bestimmt ins Auge gehen oder tierisch hilfreich sein, je nachdem. Aber es ist ein schöner neuer Faktor, also neuer Zufallsfaktor. Sauber, sauber. Also bisher echt beeindruckt von dem Mod. Er ist zwar jetzt nicht so prahlerisch am Anfang mit tausend von Neuerungen, die dann ab Level 2 aufhören, weil der Mod-Autor keine Zeit mehr hat für das ganze neuere Zeug. Hier hat er es anscheinend wirklich so gemacht, dass Schritt für Schritt Kleinigkeiten dazukommen und man immer am Rätseln bleibt. Und das ist genau richtig. So, da sind noch Pfeile, da kommen wir von hinten ran, das weiß ich noch. Okay. Geht nur hier lang und hier braucht man einen Schlüssel, den wir haben. Das da sieht auch wieder wie so ein Raum aus, der gefährlich sein könnte. Haben wir noch irgendwas unterwegs, was wir gucken könnten? Nö, nicht so wirklich. Also ich denke, von hier aus kamen wir zu der Zelle. Aber was mit der Zelle da ist? Die ist doch einfach nur leer. Ist hier irgendwo ein neuer Stein, den man drücken kann? Nee. Klick, klick, klick. Einmal gegenlaufen. Hier gucken. Oh ja, Fake-Wände, das wäre auch noch schick. Und dürfte hier nicht allzu schwer sein, rein zu programmieren. Aber nö. Hier wäre wohl die beste Verbindung. Oder da hinten noch. Das gucke ich mir mal kurz an. Dauert ja nicht lang. So, von hier wäre es auch noch ganz schick.
irgendwie durchzukommen. Nö, da ist Kartenrand, das kann man vergessen. Na gut, man muss ja nicht überall hinkommen. So, darum, darum und vor die böse Tür. Und hier speichere ich dann doch mal ab und wir sehen uns gleich wieder.